Hafenstadt Falkenberg im Südosten der Hauptstadt. Im Volksmund wird sie Tuschkastensiedlung genannt. Sie ist die älteste und bunteste der 6 Berliner Welterbesiedlungen. Erdacht hat sie der Architekt und Stadtplaner Bruno Taut. Erbaut wurden die 86 Ein- und Mehrfamilienhäuser zwischen 1913 und 16. Die ursprünglichen Pläne sahen mehr als 1000 Wohnungen vor. Doch Geldmangel und der Erste Weltkrieg verhinderten die Fertigstellung. Die Großsiedlung Schillerpark entstand nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im Norden der Hauptstadt. Bruno Taut war auch hier der Chefplaner. Jede der über 300 Wohnungen verfügt über ein eigenes Badezimmer sowie Balkone oder Loggien. Damals eine städtebauliche Revolution, die bis heute nachwirkt.